Was geht ab, was geht ab? Die nächste Fahrt geht rückwärts. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne, An den Reglern sitzt der Arne. Hallo. Rinni Hallo. Was ist und los? Sonja, Hallöchen. Auf vierfachen Wunsch habe ich nochmal den Jahrmarkt gemacht. Der Kürbis-Arne. Rekommandeure heißen die übrigens. Ich bin da in so eine Welt auch vorgestoßen. Rekommandeure. Es gibt auch Computerspiele, die du kaufen kannst. Da sitzt du in so einer Kabine und kannst so ein Fahrgeschäft steuern und so Dinge einsprechen und den kannst du dann so Reglern ziehen. Fairground 2. Leider läuft das auf meinem Mac nicht, sondern müsste ein Windows-PC bedienen. Ja, Aber die Systemanforderungen könnten nicht so hoch sein, oder? ich weiß nicht, wie gut, wie so Effekte, das sind doch bestimmt, sehr hart verfressen. Ja. Oh je. Ich spiele es nie wieder. Aber ich hatte heute Nachmittag 10 Minuten Zeit. Es tut mir leid, Sonja. Alles gut. Ja, so, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Naja. Koffer schon gepackt? Ich? Ich? Nein. Wer soll denn nicht die Koffer packen? Ich packe einen Koffer und nehme mit ein Brillenputztuch. So, außer weiß noch, der Warschauer Pakt. Wo will er denn hin, der Warschauer? Den haben wir nicht in der Sendung gebracht. Ich kam nicht mehr dazu. Ihr wart zu schnell. Ja, das war mega verpeilt. Auch eine neue Folge erschienen, könnt ihr euch mal anhören. Sonja, kennst du BWKs? Tatsächlich nicht. Ihr habt irgendwas im Discord geschrieben. BWK ist bei mir die Abkürzung für Bier- und Wurstkontor, was ein sehr leckerer Imbiss in Braunschweig ist. Bier- und Wurstkonto, sehr gut. Blickwinkelkonzentratoren. Okay. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon wir reden, musst du mega Mega verpeilt hören. verpeilt hören. Folge September 1990. Alles klar. Oh Gott, so. Aber heute sind wir hier bei den Bretterwissern und wollen über Pegasus-Spiele sprechen und den Pressetag, den sie jetzt im Oktober veranstaltet haben. Aber? Aber kein Aber. Wollen wir nochmal auf den Discord hinweisen? Nein. Nein? Gott, es gibt keinen Spoiler, Discord. Cliffhanger. Es gibt keinen Discord mehr, ist wieder abgeschaltet. Genau. Ich sag's trotzdem nochmal. Wer bei uns in die Bretterwisser-Community kommen möchte, kann einfach bei uns auf den Discord kommen. Der ist ganz kuschelig und es sind ganz viele nette Leute da, ja. Die sind auch da. Und wir kommt einfach zu discord.bretterwisser.de. Das geht ganz einfach. Einfach eintippen bei euch im Browser und dann kriegt ihr das schon irgendwie hin. Oder wenn ihr schon auf anderen Discords seid, könnt ihr auch mich direkt irgendwie anschreiben. Das hat heute auch jemand gemacht, der hat sich gefreut, dass wir jetzt einen eigenen Discord wieder haben. Schön, dass ihr alle da seid. Auf jeden Fall. Ja, und wir sind echt sehr positiv überrascht von dem positiven Feedback oder von den Leuten, die auf einmal da hineinpurzeln. Das hat uns doch sehr erfreut oder erfreut uns immer noch. Ja, es ist halt so ein Slack-Gefühl, den wir früher mal hatten, das wir früher mal hatten, ne? Als wir doch den Bretterwisser-Slack hatten, das ist so ein ähnliches Gefühl, finde ich, so ein bisschen Ja. intimer. Also wenn ihr mit uns intim werden möchtet, mit René und mir, für Sonja Wer kann ich möchte das nicht? kommt uns auf den Discord. Muss ich mal ein Separé einrichten oder sowas. Oh Gott. Der rote Salon. Es gleitet hier schon wieder ab. Hey Leute, ich habe eine Frage der Woche. Wollt ihr die hören? Ja. Die Sarah schrieb uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, als das noch funktionierte. Wir nehmen gerade am Montagabend auf. Hier ist gerade irgendwie Facebook kaputt und alles mögliche. Facebook, WhatsApp, Instagram kaputt. Sonja weint auch schon. Ihr Geschäftsmodell Doch. bricht gerade zusammen. Aber hat mir bei WhatsApp gestern geschrieben, deswegen geschickt eine Sprachnachricht. Ich spiele die einfach mal ab und dann könnt ihr was dazu sagen. Hallo, liebe Bretterwisser.
Meine Schwester hat sich vor einiger Zeit einen 3D-Drucker besorgt, mit dem sie ganz fleißig zum Beispiel auch Brettspiel-Inlays druckt. Und zwar zuletzt für die Tiny Epic-Reihe, einfach damit die kleinen fummeligen Teilchen nicht ganz so wild in der Schachtel rumfliegen. Und das wäre direkt auch meine Frage der Woche für euch. Welche Spiele haben eurer Meinung nach ein gelungenes Inlay, beziehungsweise was macht ein gelungenes Inlay aus? Und welche Spiele haben es zwar versucht, aber so richtig geglückt ist es dann doch nicht? Mal ein Beispiel von mir. Ich finde, ein gelungenes Inlay hat das Spiel Perfect Match von Schmidt Spiele, einfach weil es schon im Spiel integriert ist. Du kannst die Drehscheibe aufstellen, die Karte wird aufgestellt und du kannst dir sogar die Siegpunkte markieren. Und trotzdem ist alles gut verstaut. Und ein weniger gut gelungenes Inlay ist Alone von Horrible Games. Die versuchen es zwar mit den Plastik-Organisern, aber so richtig organisiert fühlt es sich dann trotzdem nicht an, sondern eher, als würde man am Ende doch eher alles in die Schachtel schmeißen. So, das war auch schon die Frage. Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ciao! Damit ich den Jingle auch nicht wieder vergesse. So. Ja, danke, Sarah. So, Inlays, wie sieht's aus? Schlimm. 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 Ja, es gibt ja gute. Also, ja. Es gibt einige wenige sehr gute Inlays. Das möchte ich keinem abstreiten. Es gibt manche Verlage, Fantasy Flight Games zum Beispiel. Was sind Inlays? Das ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, deren Inlays. Das ist, einfach das ist doch wegschmeißt, kein, um eine leere Schachtel haben zu können. Das ist doch kein Inlay. Ja, ich. Also bei Inlay denke ich an so Plastikteile, so sogenannte Tiefziehteile. Das, was bei Fantasy Flight drin ist, ist einfach nur Totholz. Papp-Inlay. Ja, es können ja auch Papp-Inlays sein. Das ist ja auch okay. Ja. Ne, zum Beispiel über ein Spiel, was wir gleich noch reden können, Savannah Park, die haben Schachtel mit beigepackt. Die haben ein Inlay, in das diese Schachteln exakt reinpassen. Dass die Schachtel, die ganze Box kann man drehen und wenden und diese Schachteln fallen nicht wie wild durch die große Schachtel durch. Finde ich super. Aber es gibt auch Tiefziehteile aus Plastik, ja, die einen hervorragenden ersten Eindruck machen. Also, oh, die haben sich aber richtig Mühe gegeben. Ja. Und dann fragst du dich, das Material passt überhaupt nicht da rein. Es ist überhaupt nicht richtig vorgesehen, wo was hinkommt. Also, es ist überhaupt nicht klar. Ich denke, nee, ja, oder du denkst, machst es auf und denkst so, boah, das ist mal ein richtig geiles Inlay, da hat sich hier richtig jemand was gedacht und das wird auch nie auch durcheinander fallen. Dann stellst du Men at Work irgendwann mal auf die Seite und dann fallen die ganzen Arbeiter durch die Schachtel. Bei schlechten Inlays musste ich wirklich an Men at Work denken, wo ich denke, ja, das ist ein schönes Blender-Inlay. Ja. Oder es gab ja seinerzeit auch diese das Kakao-Inlay, wo der Verlag irgendwann mit einer Promo das Inlay quasi gebugfixt hat. Ja, aber das fand ich damals sensationell. Ja, ich meine, Promos bin ich eh immer dabei und dann kann ich mit der Promo auch noch das Spielmaterial fixieren. Ja, fixieren oder reparieren, oder das Inlay halt reparieren, weil es halt vorher scheiße war und es durch die Schachtel gerollt ist und gerollert ist. Nee, aber ich finde nicht, dass es scheiße war. Es hatte alles genau seinen Platz. Das Problem war, es war nicht hoch genug. Also ich hatte es nicht abgeschlossen mit dem Deckel, was dazu führte, dass eben alles rumflog. Und mit der Promo, wenn man die oben drauf packt, hat man das nicht mehr. Ein weiteres schönes Beispiel, das sogenannte Bärenpack-Inlay. Ach, das wollte ich doch gleich sagen. Entschuldigung, das ist Sonja. Das ist mir nämlich direkt eingefallen bei der Frage. Und zwar, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob das dann noch Inlay oder Tiefziehteil, wie man es genau nennt, aber zum Beispiel, Hans im Glück hat das ja ganz gut, da hat man so ein Pappding, dann hat man noch extra so Pappstreifen, kann das fixieren, hat dadurch einzelne Fächer. Und bei Bärenpark hat sich Lokot einfach gedacht, ja, wir dritteln den Platz im Karton und aber, das war's. Aber nicht symmetrisch. Nee. René, kennst du das Inlay von Bärenpark? Nein. Das klingt doch auch nicht so, als müsste ich das kennenlernen. Doch, das Spiel ist gut. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ja, nein, aber das Spiel kennt das Inlay taucht öfter mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen auf, wo Leute Bärenpark gekauft haben und dann diese drei Pappteile irgendwie zeigen, so ein Foto, so, was soll ich denn hiermit anstellen? Ich glaube, es steht auch in der Anleitung drin, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber du musst die dann so zusammenstecken und dann sind die wie so ein Dreieck, so ein ungleichmäßiges Dreieck, legst du diese Dinger in diese Schachtel
Und dann hast du halt irgendwie so ein, ich mach mal Anführungszeichen, Inlay, wo du dann irgendwie die Teile da, also wer sich das ausgedacht hat, das ist auch so ein Inlay, wo ich denke so, hui, das war auch irgendwie scheiße. Ich kenne noch ein gutes Inlay, das ist tatsächlich sehr funktionabel ist, und zwar von Wer war's? Dem Kinderspiel. Das war eine riesige Schachtel mit einem riesigen Plastikteil drin, aber da hat, und das Material, also es ist nicht viel Material, was dieses Spiel besitzt, aber jedes Teil hat seinen eigenen Platz da drin und es wird alles so überdeckt, dass nachher der große Spielplan drauf liegt und nichts rausfallen kann. Also es ist echt gut durchdacht. Etwas überdimensioniert, aber gut durchdacht. Ja, ein Inlay, ein Tiefziehteil, was ich neulich weggeschmissen habe, ist das von der siderischen Konfluenz, was eigentlich gut war. Ich das jetzt aber anders sortiert habe, indem ich einfach jeder Fraktion das Spielmaterial, so wie die Fraktion es braucht bei Spielbeginn, in eine separate Tüte gesortiert habe. Und deswegen war das Inlay halt überflüssig. Bei dem Inlay baust du halt irgendwie zwei Kartenstapel in die ins Tiefziehteil, was ja okay ist, aber du sortierst am Anfang dann einfach immer erst Karten und das nervte mich dann. Und dann habe ich gesagt, ich sortiere das einfach sauber in Spielertüten und dann war halt kein Platz mehr fürs Inlay. Obwohl das eigentlich gut war. Ich habe hier noch ein gutes Beispiel für ein Inlay. Das liegt hier gerade auf dem Schreibtisch. René, wir haben gerade just vor der Sendung über das Spiel geredet. Destinies, genau. Destinies liegt hier gerade auf dem Schreibtisch. Das hatte ich gestern mal ausgepackt. Ist eine normale Katan-Schachtel. Ich weiß den Begriff immer noch nicht, den Fachbegriff. FK1-Schachtel. Da wissen die Hörer wahrscheinlich aber auch nicht genau. Also eine normale Spiele, ne, die quadratische Spieleschachtel. Da finde ich das Inlay tatsächlich auch gut. Oder findest du das jetzt doof? Ich finde es gut. Ich hatte an einer Stelle hatte ich ein bisschen Probleme, glaube ich, mit Münzen. Und also da waren ein paar Marker, die nicht sinnvoll einzusortieren waren. Aber was gut ist tatsächlich, dass so die losen Teile mit anderen Teilen, die schwer sind, überdeckst. Mhm. Und nachher kommt nochmal so eine Plastikabdeckung drüber, womit dann eigentlich wenig durcheinander fallen kann. Aber was ich mich immer frage, ist, da sind ja noch irgendwie 12 Dritzilliarden, wie du immer sagst, Miniaturen drin. Aber die Miniaturenplätze sind auch personalisiert, könnte man sagen, oder? Nicht die Figur, also da sehe ich mich schon wieder vor Problemen in Probleme laufen, wenn ich irgendwann die Miniaturen wieder da reinstellen muss und ich nicht weiß, wo der Bischof und wo der Jäger jetzt hinkommt und das irgendwie denn nicht passt. Genau, dann drückst du so lange, bis es passt. Ja, oder ich nehme den Cutter wieder zur Hand. Aber das hat mir tatsächlich gut gefallen. Also die ist auch gut voll. Ich habe noch so ein Blender-Inlay. Sonja, das Spiel hast du neulich, glaube ich, ich weiß nicht, bekommen oder ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Das ist Endeavor. Ich weiß nicht, welche Version du da hast, aber du machst das ja auf und denkst so, ey, da sind so die Game Trays drinne und dann ist der Spielplan da drunter. Und dann nimmst du den Spielplan raus und dann hast du auch ein Tiefziehteil, aber ganz viele kleine Teile, die einfach keinen Platz finden. Also so ist es in meiner Version. Die fallen bei mir immer alle durch das Tiefziehteil. Also ich habe für jedes Teil auch einen sinnvollen Platz gefunden, aber ja, wir stellen ja hochkant in unsere Regale. Und als wir es dann das erste Mal aufgemacht haben, ist auf jeden Fall einiges nicht an seinem Platz gewesen. Genau, das ist auch so. Am Anfang denkst du so, oh geil, hier hat alles seinen Platz, geil. Und dann kommst du in den Kellerbereich der Schachtel und dann fliegen da die Kanonen durch die Gegend und die Schiffe. Und nee, die Krone hat schon ihren Platz, aber das andere, ja. Inlay, immer ein heiß begehrtes Thema. Ja, ich würde auch gerne noch eins nennen, wo es gut gelungen ist. Und zwar bei Parks von Feuerlandspiele. Da haben sie auch auf Game Trace gegangen, wo man das ganze Holzmaterial reinpackt, macht einen Deckel drauf, zwei übereinander, dann ist die Schachtel auch von der Höhe schon voll. Und ansonsten haben da viele Sachen, also zum Beispiel der Startspielmarker hat seinen festen Platz und alles sitzt fest. Die Schachtel ist komplett gefüllt, da kauft man keine Luft. Und da kann man schütteln, wie man möchte. Da bleibt alles an seinem Platz. Oh, du hast gerade ein Stichwort gesagt. Luft. Sonja und ich haben letzte Woche zwei Spiele zugeschickt bekommen. Eins habe ich davon eben schon genannt. Das andere nennen wir nachher. Hast du das andere auch schon mal angeguckt? Natürlich. Hast du die Luft in dieser Schachtel entdeckt, die unter diesem
Tiefziehteil, das überhaupt nicht tief ist, entdeckt. Also das ist echt, das fand ich schon frech. Ja, da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob in der letzten oder vorletzten Folge geführt haben. Wenn ein Spiel einen gewissen Preis hat, erwarten die Leute auch was. Und es ist ja auch einfach die schöpferische Leistung, die man da bezahlen möchte. Und wenn man das in eine zu kleine Schachtel packt, ist die, oder sehen die Verlage immer noch die Gefahr, dass die Leute nicht bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen. Wobei, lass uns das gleich nochmal beim Pegasus-Teil weiter diskutieren, weil das war da auch beim Pegasus-Pressetag auch ein Thema. Aber wie ist denn das? Mögt ihr so Tiefziehteile oder denkt ihr so, brauche ich jetzt nicht, ich sortiere mir das selber? Das kommt immer ganz drauf an. Ich finde es eigentlich immer cool gemacht. Meistens finde ich es aber einfacher, ich schmeiße alles in eine Tüte, die hoffentlich irgendwo einen Platz findet. Und dann kann ich das, ich habe ja in der Regel auch so Schälchen, die ich beim Spielen aufstelle, kann ich es einfach von einem Schälchen in eine Tüte packen. Ich hatte zum Beispiel bei Alma Mater, das ist von Eggert Spiele, und das hat auch so ein Tiefziehteil, wo alles seinen Platz hat und das sitzt auch gut, da verrutscht auch gar nicht so viel. Aber das Problem ist, da muss ich zum Beispiel die Münzen immer so aufreihen, dass sie so einen Stapel quasi ergeben und den dann genau da reinschieben. Und ich finde, es kostet echt viel Zeit, das einzuräumen oder auch auszuräumen, wo ich mir denke, würde ich das alles einfach in eine Tüte schmeißen, dann wäre es beim Auf- und Abbau schneller. Ja, das war auch der Grund bei mir bei der siderischen Konfluenz, wo ich gesagt habe. Aber seit letzter Woche tatsächlich möchte ich keine Plastiktütchen mehr haben. Ich möchte so Pappboxen haben. Okay. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, aber ich möchte jetzt nur noch Faltschachteln haben. Die falte ich auch gerne alle zusammen, aber ich finde das total genial. Ja, falte dir mal bei Kubitos. Oh, Kubitos ist auch ein schlechtes Inlay, was auch gleich rausgeflogen ist. Das passte doch denn gar nicht mehr mit den Schachteln, oder wie war das, ne? Ich glaube, da haben wir, also sonst, wir sind ja quasi auch Inlays, so schlecht sie sind, sind ja eigentlich auch heilig. Kubitos ist eins der wenigen, wo es rausfliegen musste, weil anders hätten wir das nicht einräumen können. Also ja. Gar nicht sinnvoll. Naja. Gut, so. Aber danke, Sarah, für die tolle, spannende Nachricht. Also, René, hast du denn schon Inlays gedruckt mit meinem Drucker? Nein, tatsächlich nicht. Der kann die nämlich nicht so gut. Also die FK-Schachteln schafft er nicht im Ganzen. Ja, von der Größe, aber ehrlich, ausdrucken von Inlays, das ist mir dann auch zu schade. Dann greife ich tatsächlich lieber auf Tütchen. Ja, zurück. Das wollte ich ja eigentlich damit machen, aber vielleicht sind Tüten doch irgendwie spannender. Oder demnächst Faltschachteln, wenn René sich durchsetzt mit seiner Idee. Wir brauchen mehr Faltschachteln. Wir sollten Faltschachteln mal jetzt... Bonus. Bretterwisser Faltschachtel. Bretterwisser Faltschachtel. Kann man mit wenig Aufwand tatsächlich aus so Origami-Papier basteln. Wir haben das mal angefangen, wollten das eigentlich für Terraforming Mars durchziehen, hatten aber nie die Zeit und Muße, da weiterzumachen. Aber das ging eigentlich ganz gut, da so eigene Pappboxen zusammen zu falten. Ja, es gibt sogar eine Webseite, templatemaker.nl. Da kannst du dir die Maße raussuchen, was du haben möchtest, wie groß sie sein sollen. Und dann kannst du die auf normales Papier ausdrucken, die Vorlagen ausschneiden und dann zusammenfalten. Macht das jemand für mich? Wer macht das für mich? Und vor allem, die haben auch so geile Sachen wie Särge, also so Sargformen. Also, oder Sterne. Ich habe keine Lust, Sterne zu falten, aber es geht. Särge hatten wir früher auch immer zu Hause bei meinen Eltern. Aber nicht auf Papier gefaltet. Wir hatten ein Sarglager, nee. Egal. Tut hier auch jetzt nichts zur Sache. Gut, also, vielen Dank, Sarah. Wenn ihr uns weiter mit so tollen Nachrichten versorgen möchtet, schreibt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, in Klammern, wenn das irgendwann wieder geht, wahrscheinlich... Wenn die Sendung kommt, läuft das hoffentlich wieder. Ansonsten brennt das Internet, glaube ich. Unter der Telefonnummer 0170 5444 843. Ganz einfach. So, und jetzt, ihr wart unterwegs, ne? Naja, unterwegs nicht wirklich. Nee, also virtuell unterwegs. Pegasus hatte geladen zum, mittlerweile, ist das der dritte Online-Pressetermin gewesen? Ja, weil letztes Jahr im Herbst der erste war und im Frühjahr haben sie den zweiten. Nee, war es nicht sogar der vierte schon? Dann war es der vierte. Die haben noch im Sommer auch schon einen zwischengeschoben.
Na, auf jeden Fall, zum wiederholten Male lud Pegasus zum Pressetermin ein, um ihre, oder einen Ausblick auf das aktuelle Programm, um Neuheiten und sowas alles werfen zu können oder geben zu können. Und das war jetzt auch wieder soweit. Und Moment, ich habe eine Frage. Ja. Gab es Probleme? Sonja, berichte mal. Nein, am Ende ist ja alles gut gegangen. Das habe ich auch mal gedacht. Naja, nachdem Arne die Probleme mit der Postsendung oder der DHL-Sendung beim Kosmos-Pressetag hatte, bekam ich recht früh die Sendungsankündigung, dass da was kommt von Pegasus und dachte mir, ja schön. Und dann war es irgendwo in der Station schon weiter, also aus Friedberg raus. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ortschaft es dann steckte. Und hieß, es wird am Donnerstag ausgeliefert. Und ein anderes Paket war am Donnerstag schon im Lieferwagen unterwegs und die beiden steckten immer noch an ihrem Ort. Aber DHL oder die App blieb bis zum Abend stur dabei. Nee, Auslieferung heute am Donnerstag. Und gegen Abend hieß es dann, ups, aufgrund einer technischen Störung, Stau etc., irgendwas Unvorhergesehenem, wird sich die Lieferung um 1 bis 2 Werktage verzögern. Und ich wurde wieder als Unke beschimpft. Ja, weil du morgens gleich den Kommentar hast und ja, ich weiß schon, wie das läuft, das Paket kommt Samstag früh und ihr öffnet das ohne Schuhe an der Tür, schließt euch aus. Das Tautreten hast du vergessen. Ja, aber. Ja, und tatsächlich war es dann Freitag immer noch nicht da, beziehungsweise ich habe parallel noch eine andere Sendung von Pegasus erhalten und die wurde am Donnerstag erst angekündigt und war Freitag früh schon als erste in Auslieferung, während die anderen beiden angeblich immer noch in diesem Lager, wo auch immer, waren. Und ich dachte, Moment, wenn das eine schon in Auslieferung ist und die anderen beiden sind noch sonst wo, dann wird das heute auch nichts mehr. Aber 2 Stunden später waren auch die im Lieferwagen und dann kam das Paket hier mit einer frühen Nacht, da kam es bei mir an. Wobei, ich hatte ja schon Schnappatmung bekommen. Als ich nämlich Mittwoch, glaube ich, habe ich nachgefragt, Sonja, hast du schon Nachricht von Pegasus bekommen? Ich habe noch gar keine Bestätigung bekommen. Dann sagte sie, ja, ich habe gerade eine Sendungsbestätigung auch vom Paket bekommen. Ich so, verdammt, ich noch nicht. Warum nicht? Wurde ich vergessen? Dann bekam ich die Nachricht, irgendwann nachts kam dann die Bestätigung, ja, Paket wurde versendet, voraussichtlich Freitag. So, fuck. Freitag bin ich den ganzen Tag nicht da und wie ich mein Glück kenne, sind dann die Nachbarschaft auch nicht da, wird also nichts mit Paket. Donnerstagmorgen um 10 Uhr klingelt der Postbote und hat ein Paket für mich von Pegasus in der Hand. Ich dachte so, ups, das ging jetzt ja schneller als erwartet. Also ich habe da genau das Gegenteil erlebt. Tja. Wie, sowas geht auch? Ja. Naja, egal. Lassen wir die Pakete sein. Ich glaube, genau. Die Hörer interessiert viel mehr die Spiele, oder? Oder wollt ihr erstmal kurz das große... Da waren ja Spiele drin. Das große, das große Ganze erstmal. Also das wurde per Zoom wahrscheinlich wieder gemacht. Mhm. Genau. Die sind ja mittlerweile auch sehr gut eingespielt in der Technik. Ich weiß gar nicht, war dieses Mal auch wieder ein Supportertag danach und ja. Ein Händlertag? Ja. Also Supportertag gab es danach, das weiß ich. Ja, dann gab es bestimmt davor wieder den Händlertag. Die machen das ja immer so in einem Aufwasch meistens, damit sie auch Interviews aus der Konserve wiederverwenden können. Also dann kriegen halt die anderen Leute auch die Interviews vorgespielt, dass die nicht dreimal mit den Leuten reden müssten. Die haben dann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf. Naja, ist ja auch in Ordnung. Also ja, vollkommen. Alles gut. Das war jetzt auch nicht als Kritik. Das war halt tatsächlich, da haben die keine Lust drauf, das dreimal das gleiche zu erzählen. Ja, das ist ja. Und Zoom haben die mittlerweile, glaube ich, gut unter Kontrolle. Ja. Da gibt es, glaube ich, wenig Probleme. Der Start war wie immer mit ausgeschaltetem Mikro, glaube ich. Sehr gut. Aber das sind so diese Klassiker, das ist jetzt nichts Dramatisches, sonst war das alles von der technischen Seite her sehr gut. Manchmal, also jammern auf hohem Niveau, man ist ja mittlerweile viele schlechte Videokonferenzen gewohnt. Hakte Bild und Ton etwas, gingen die etwas auseinander, aber das hat Pegasus an sich ja selber auch gar nicht, meistens nicht in der Hand. Das liegt ja dann auch irgendwie an Zoom oder sonstigem, aber so war das alles vollkommen in Ordnung. Ja, und dann ging es halt um
Spiele. Den ganzen Abend lang. Wohl den Auftakt machte ein Einspieler von Ignati Trivicic von Portal Games. Und ich mag ihn ja sehr, aber er ist immer wie auf Droge. Okay. So Spieleautoren auf Speed oder sowas mit seinem schönen polnischen Akzent. Er spricht ja sehr gut Englisch, aber er hat immer diesen harten polnischen Akzent da drin. Und was man ihm ja auch immer anmerkt, er brennt ja für seine Spiele, ne? Ja. Das sind immer die größten und besten Spiele und die haben toll die tollsten Sachen und noch nie da gewesen und überhaupt und schick und schnick und schnack. Ja, aber der hat erstmal über seine Spiele abgefeiert. Ja. Ja, aber ist doch auch schön. Und denn, das sind ja auch zum Großteil sind das ja die Spiele, die Pegasus auch tatsächlich auf der Messe haben wird. denn die Portal Games Spiele sind, glaube ich, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, bis zur Messe alle fertig und verfügbar. Also Portal hat es tatsächlich irgendwie geschafft. Haben die da irgendwie gesagt, wie sie es geschafft? Naja. Na gut, man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel so ein Vienna Connection ja eigentlich schon im Frühjahr angekündigt wurde. ist nur ein halbes Jahr. Was sich jetzt einfach so verzögert hat, dass man jetzt sagen kann, oh, das ist unsere Essen-Neuheit. Genau, das ist nämlich eins. Es gibt, das finde ich ganz spannend, dass jetzt parallel quasi zwei Spiele erscheinen, die auf dem Detective-Krimi-Brettspiel basieren oder auf dem System, was da verwendet wurde, mit diesem Kartenstapel, von dem man immer nicht alle anschauen darf. Und das eine ist eben das Vienna Connection, was ich ja auch in der Vorschau schon genannt habe, wo wir Spione im Kalten Krieg spielen. Und das andere ist Dune House Secrets. Und das ist auch eins der Spiele, welches in dem besagten Paket enthalten war. Was mich jetzt zu dem Problem führt, ich habe zwar den alten Dune-Film irgendwann mal vor Jahren gesehen, kann mich aber kaum noch daran erinnern. Und inhaltlich soll die Geschichte, also die ist in drei Fälle aufgeteilt, soll direkt nachdem die Filmstory endet, sollen diese drei Fälle spielen. Entsprechend werde ich wohl demnächst noch mal kurzfristig ins Kino gehen müssen. Morgen geht ins Kino. Bin ich der Einzige, der ihn jetzt tatsächlich gesehen hat, ja? Ja, morgen bin ich der 20. Der 20. ja, guck dir, also ich würde es wahrscheinlich echt nicht spielen, ohne, gerade wenn du die Welt noch gar nicht kennst, also gar nicht präsent hast, dann solltest du den wahrscheinlich wirklich vorher gesehen haben. Ja, das ist wahrscheinlich so wie mit den Marvel-Filmen und Spielen. So, du kannst es wahrscheinlich auch spielen und so, und du kriegst da wahrscheinlich auch irgendwie was bei raus. Aber dir wird wahrscheinlich was flöten gehen. Genau. Ja, aber gerade da es halt hieß, es wird direkt angrenzen an die Filmstory, denke ich, macht das schon Sinn, das in der Reihenfolge dann auch zu gucken und zu spielen. Ich würde sagen, Marvel ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Warum? Weil die Spiele ja keine Geschichte erzählen. Ja, okay. Ja. Und zum Beispiel auch nicht mit der Filmgrafik in irgendeiner Art und Weise arbeiten. Ich könnte dir einfach sagen, wie der Film endet und dann wirst du sehen, dass du mit dem Wissen des alten Filmes wahrscheinlich schon genug weißt für die Spiele. Also, ja, wir reden nachher nochmal drüber. Ja. Die Geschichte von Dune ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Es gibt ja auch schon seit längerem die Bücher, auf der das Ganze basiert. Ja, ich wette. Es ist jetzt auch nichts Neues. Nein, aber ich denke auch schon, dass es Sinn macht, sich den Film vorher anzuschauen. Zum einen wirbt oder hat Pegasus auch auf der Veranstaltung damit geworben. Also, wenn ihr aus dem Kino kommt, setzt euch an den Tisch und spielt das Spiel. Ihr könnt direkt die Geschichte weitererleben. Ja. Das macht von der Immersion wahrscheinlich eine ganze Menge aus, wenn du diesen Spiel, wenn du diesen Film noch irgendwie frisch im Kopf hast und kannst dann da weiterspielen. Du hast die Charaktere direkt vor Augen. Du hast vielleicht noch den Soundtrack im Ohr oder sonstiges. Also wenn du das kurz nach dem Film spielst, macht das wahrscheinlich schon Sinn. Ich denke, du kannst das Spiel auch genießen ohne. Ja, wahrscheinlich. Aber es macht wahrscheinlich schon mehr Sinn. Wobei auch gesagt wurde, das ist ja der erste Film von dreien. Und das steht ja noch gar nicht fest. Von mir aus von neun. Und das steht auch noch nicht fest. Es steht noch nicht fest, dass es eine Fortsetzung gibt. Es ist noch nicht festgelegt. Offiziell. Es ist auf jeden Fall ja eine Trilogie, glaube ich, angedacht gewesen. Was auch immer rauskommt am Ende. Aber auf jeden Fall haben die wohl bei Portal sich Seitenstrang dieser Geschichte genommen und den darauf basierend weitererzählt, weil er in dem Original, wo nicht weitererzählt wird, groß.
Und darauf basiert wohl dann das Spiel. Okay. So das, wie ich das jetzt verstanden habe. Zum Thema Immersion und so, das war auch, wir hatten das halt mit Anja und Chris geguckt. Und dann habe ich so gesagt, hier, ey, ich habe das auf so ein Spiel zu Hause. Das hatte ich denen schon mal irgendwie gezeigt, aber jetzt hatte ich dann am Wochenende nochmal das Spiel rausgekramt, habe so ein paar Fotos gemacht von den Spielkarten, habe so geschickt. Guck mal, hier sind alle die Charaktere, die ihr gestern so toll fandet. Lasst uns mal Dune Imperium spielen. Und ich, ja, gerne, gerne. Ich sag, irgendwann habe ich sie so weit, dann spielen wir nochmal Dune Imperium. Also, ist tatsächlich, das funktioniert schon so mit den Lizenzen, dass man die da irgendwie reinkriegt. Und ja, meint ihr, das funktioniert bei diesem dieses Detective da? Also, ihr habt jetzt weder den Film noch das Spiel gesehen. Ist vielleicht ein bisschen spekulativ jetzt gerade. Vielleicht sollten wir denn darüber reden, wenn ihr beides irgendwie... Ja, das denke ich ist auch sinnvoller. Und das Vienna Connection ist halt das gleiche System wie die... Also, die basieren jetzt alle auf diesem Detective-System. Genau, so. Also das Vienna Connection, da habe ich schon eine Partie hinter mir. Da ich ja, wie gesagt, mit Dune erst anfangen wollte, nachdem ich den Film gesehen habe, haben wir mit Vienna Connection angefangen. Und das ist für mich tatsächlich eine coole Weiterentwicklung. Kannst du mal das kurz nochmal so umreißen, falls jemand Detective nicht gespielt hat? So ganz kurz. Ja, du hast, im Endeffekt beginnst du mit einem großen Kartenstapel mit nummerierten Karten und hast dann eine Ausgangssituation, irgendwas ist passiert, irgendein Mordfall, irgendein Kriminalfall und du bist jetzt Detective oder du unterstützt die Detectives. Auf jeden Fall wirst du mit einer Aufgabe betraut, du sollst rausfinden, also irgendwelche Dinge herausfinden zu diesem Kriminalfall. Und hast dann in der Regel anfangs nur wenige Spuren zur Verfügung, heißt es immer. Und bei dem Detective-Brettspiel war es eben so, du hast so eine kleine Karte, wo du mit dem Auto fahren kannst. Du hast da, ich glaube, 5 verschiedene Orte waren es. Und die Spuren gibt es an verschiedenen Orten. Das heißt, du beginnst vielleicht im Büro, dann hast du ein paar Spuren zum Büro. Und darüber wird quasi die Zeit gesteuert. Also dein Arbeitstag beginnt irgendwie morgens um 8 und du musst in 3 Tagen um 16 Uhr musst du eine Auflösung haben, weil es dann eine große Pressekonferenz gibt. Und du kannst dann allen Spuren, die du schon freigespielt hast, kannst du einer Spur davon folgen. Und die Karte sagt dir dann, wie viel Zeit das kostet. Zusätzlich war es beim Brettspiel noch so, dass die Bewegung, wenn du an einen anderen Ort fahren musst, das kostet dich auch Zeit. Und so hat man halt die Möglichkeit, in diesem Zeitfenster, was ihm zur Verfügung steht, eben beliebigen Spuren nachzugehen. Und manche Spuren führen dann wieder zu weiteren Spuren. Und das Ganze wird unterstützt durch die sogenannte Antares-Datenbank. Da gibt es viele Sachen, die man da nachschauen kann. Da gibt es Informationen zu den ganzen Verdächtigen. Da kannst du vielleicht Fingerabdrücke erhalten. Und es ist halt sehr immersiv. Du darfst auch gewisse Sachen, darfst du noch googeln und dir weitere Informationen dazu holen. Genau, das ist das Detective-Grundprinzip. Und bei Vienna Connection sind wir eben zur Zeit des Kalten Krieges unterwegs als Spione. Und da ist es nochmal insofern ein bisschen weiterentwickelt, dass man halt wirklich dieses Spion-Thema gut umgesetzt hat. Also man hat wieder diese Karten, man kann den Spuren folgen. Man hat aber diesmal keine Karte, auf der man sich bewegt, wo die Bewegung Zeit kostet, sondern es gibt eben verschiedene, also die Spuren haben verschiedene Kategorien. Zum Beispiel gibt es die Kategorie Rot für die sowjetischen Informationen. Und du darfst halt von jeder Kategorie nur einer bestimmten Anzahl an Spuren nachgehen. Und dann gibt es noch so ein paar schwarze Spuren. Und wenn du davon zu viele gekreuzt hast, also man kreuzt es auch wirklich ab auf so einem kleinen Zettel, den man da bekommt. Und wenn man da die letzte Spur gekreuzt hat, dann muss man auflösen. Und bei Vienna Connection kommt tatsächlich noch neue Elemente dazu. Also es geht wirklich darum, Dinge zu dechiffrieren, Codes zu knacken. Und das ist in meinen Augen sehr gut gelungen. Also mir hat jetzt der erste Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die weiteren. Wie lange habt ihr denn da dran gesessen jetzt an dem ersten Fall? Da stellt sich jetzt eine Frage. Über den Daumen, nicht Minuten genau. 1,5 Stunden? Okay. 2 vielleicht? Und dann sind die wieder hintereinander weg. Story, eine Story. Nee, du hast da, glaube ich, wirklich mehr selbst in der Hand. Okay. Und zwar steht auch drin, je nachdem, welche Codes du entschlüsselst. Und am Ende kriegst du dann noch so Fragen gestellt und damit kannst du quasi auch beeinflussen, wie es weitergeht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, du hast auch jeden dieser Zettel, die quasi den
den Ort oder die Reise von den Orten ersetzen, hast du doppelt drinne, weil du es vermutlich mehrfach spielen kannst und kannst immer noch was Neues erleben. Weil deine Entscheidung, die du triffst, auch ein bisschen den Spielverlauf beeinflussen. Wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett auf links gedreht, aber ich habe das Gefühl, da steht einiges mehr an Variationen drin und an dem, was du wirklich erleben kannst. Ist natürlich jetzt auch spannend, dass man einfach sagt so, ey, wir haben jetzt zwei Spiele, die so ungefähr den gleichen Mechanismus haben, aber wirklich komplett unterschiedliche Hintergrundwelten oder Geschichten so da drin. Ne? Einmal so dieses Science-Fiction, ich nenne jetzt mal Dune Science-Fiction-Fantasy und dann hast du halt dieses Kalte Krieg Spionage-Thema dahinter. Das ist natürlich schon, kann sich jetzt jeder so aussuchen, was er gerne haben möchte. René, wenn du jetzt den Film gesehen hast, welches packst du denn zuerst aus? Würdest du denn zuerst auspacken? So. Dune reizt mich vom Thema her schon mehr an der Stelle. Okay. Aber wie du gerade sagtest hier, dass man da mit einem Mechanismus mehrere Sachen bedienen kann, das hast du ja bei vielen Sachen so, ne? Ja, aber guck dir Unlock an, guck dir die Exit-Sachen an. Na, du kannst es ja in die Welt setzen, in Anführungszeichen, die dir am besten passt oder die dir gut passt und dann bist du da drin. Von daher ist das jetzt ja nichts revolutionär Neues. Ja, ist jetzt aber lustig, dass das jetzt irgendwie doch mehr oder weniger zeitgleich rauskommt, wie gesagt, oder wie ihr ja gesagt habt. Ja, wobei man ja sagen muss, im Original, ich glaube, das Vienna Connection ist ja auf Englisch schon ein paar Monate verfügbar. Ja. Na gut, und das Dune, das macht ja jetzt auch Sinn, wenn es quasi ja. mit dem Film veröffentlicht Wahrscheinlich wird. Liegt das auch schon ein Jahr auf Halde oder so. Aber zu Dune, ich hatte ja eben so eine leichte Eindeutung gemacht, dass da auch ein Spiel ist, was so viel Luft drin hat. Ach so. Und ich habe das ausgepackt und ich habe tatsächlich das Inlay hochgehoben, um zu gucken, ob da noch was drunter ist. Weil es ist ein Satz Karten, ein paar breitere Karten und das war es auch schon, glaube ich, fast, oder? Ja. Und der Rest ist tatsächlich einfach mit einem schwarzen Plastik-Inlay nach oben gehoben, somit man den leeren Boden nicht sieht. Also, wenn ich mich eben über Fantasy Flight-Spiele beschwert habe, muss ich das da tatsächlich auch machen. Und wir kommen ja nachher, gegen Ende würde ich das nochmal aufgreifen, weil das auch am Ende des Pegasus-Pressetags nochmal Thema war, was der Grund dahinter wahrscheinlich sein wird, dass es so ist. Aber ich fand's schon, oder find's schon frech. Ja. Ja, der Ignazi hat noch über ein weiteres Spiel gesprochen, und zwar über Dreadful Circus. Das ist so ein Großgruppenspiel für 4 bis 8 Spieler von Bruno Faidutti, so ein Partyspiel. Dreadful Circus. Ich mache hier nebenbei gerade noch irgendwie die Pressemappe. Ich versuche das ja gerade zu suchen. Was war das? Set Collection? Ich glaube, sie sagten das Set Collection, oder? Mit halt so einem, ja, Monstrositäten-Zirkus. Lustiges Thema, aber ich glaube, das ist nichts, was ich mir angucken werde. Ist doch Horror. Ja. Aber jetzt nichts, was mich jetzt, also das Thema finde ich sehr cool, aber und von der Optik mag ich es auch, aber das Spiel sagt mir jetzt so nicht zu. Ich finde es hier gerade nicht, ist auch egal. Gut. Sonja, du weißt ja auch nichts dann, mehr drüber. Ging es ja weiter, dann fragte ich nämlich gerade Arne, bei welcher Firma er nochmal gearbeitet hatte in Göttingen, weil irgendeine Göttinger Escape-Raum-Firma stellt Spiele jetzt gerade vor. Jetzt dachte ich schon, es wäre Arnes alter Arbeitgeber gewesen. Nee, aber es war wohl die Konkurrenz. Ist ne? die Konkurrenz, ja, die harte Konkurrenz in Göttingen tatsächlich. Breakpoint. Ja, da habe ich glaube ich sogar noch einen Gutschein hier irgendwo rumfliegen. Ja, zumindest, also die haben jetzt angefangen, Krimi-Dinner rauszubringen. Mhm. Bei denen heißt es jetzt Deadly Dinner. Und da war eine Vertreterin da, die hat das mal so ein bisschen erzählt und hat ein paar Fragen dazu beantwortet, was die jetzt da so gemacht haben, was sich halt einfallen lassen. Sonja, und, Sonja, ja? Waren das die, die auch schon angekündigt waren in Nürnberg, als wir da waren? Nürnberg 20? Ganz genau, ja.
Die sind jetzt noch nicht rausgekommen, sondern die kommen jetzt erst raus, richtig? Die kommen jetzt, ja. Ne, sie sind schon in der Erstauflage von denen direkt erschienen, mhm. aber sie kommen jetzt in der zweiten Auflage dann mit Pegasus-Logo raus. Okay. Und auch noch weitere Titel, die dann direkt mit Pegasus-Logo erscheinen werden. Okay. Klang jetzt erstmal sehr nach einem, in Anführungszeichen, klassischen Krimi-Dinner. Du machst ja sowas, René, ne? Ich finde sowas sehr nett. Das Problem, was ich dabei immer habe, ist, die entsprechend große Gruppe an Leuten zusammenzukriegen, die sowas auch machen wollen dann. Aber wenn man da die richtige Gruppe hat, finde ich das immer sehr amüsant eigentlich. Das Schöne dabei ist, die haben jetzt, abgesehen von den Themen, die sie da haben. Breakout heißen die, Entschuldigung, ich hatte Breakout, nicht Breakpoint. Ja, Breakout. Die Themen, die sie dabei haben, ist halt einmal so Hollywood, das ist so roter Teppich ins Verderben. Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar habe ich das ja damals auf der letzten Vor-Ort-Spielwarenmesse mitgegeben bekommen. Mit dem Hinweis, naja, es drängt nicht. Naja, ist ja auch immer nicht so einfach, 6 bis 8 Leute zusammenzubekommen. Aber probiert es mal aus. Und wir wissen ja alle, was quasi sich während der Spielwarenmesse 2020 schon ankündigte. Wir haben 3 Termine tatsächlich festgelegt mit 6 anderen Spielern. Und jedes Mal kam uns ein Lockdown dazwischen. Mittlerweile sagen wir schon, also eigentlich trauen wir uns jetzt gerade gar nicht, für vielleicht diesen Winter noch einen Termin anzusetzen. Kommt der nächste Lockdown, ihr seid schuld. Genau. Also wir haben es hier, wir haben total Bock drauf, wir haben eine Gruppe, wir sind 8 Personen, wir wollen es unbedingt spielen, aber irgendwie hat es die letzten 1,5 Jahre nicht so richtig gut geklappt, in der Gruppengröße zusammenzukommen. Ja, aber wie gesagt, was ich ja noch ganz einfach war, dass das zweite Thema ist halt die letzte Rose, basierend auf einer Dating-Show. Sehr gut. Und das letzte, was jetzt noch für dieses Ende dieses Jahres angekündigt ist, ist Killing Woodstock, wo es darum geht, dass man als so Hippies versucht, das Woodstock-Festival neu aufleben zu lassen. Da braucht man auch wieder Blumen. Da braucht man Blumen. Aber auf jeden Fall fand ich das von den Themengebieten halt sehr, sehr witzig. Wie die jetzt spielen, kann man natürlich jetzt da nicht sagen. Die sagten aber, die versuchen ein bisschen mehr so ja, Rätsel mit einzubauen, die wohl zu lösen sind. Weil sie halt aus dem Escape-Room-Bereich kommen. Und was ich noch ganz nett fand, dass die auch unterschiedliche Spieleanzahlen haben. Bei den meisten hast du immer so, hier die Linie Krimi-Diener XY, immer von 6 bis 8 Spielern. Und die haben jetzt so, glaube ich, der rote Teppich ist jetzt 6 bis 8, so diese klassische Größe. Ich glaube, die letzte Rose waren dann 5 bis 6 Spieler. Und Killing Woodstock ist, glaube ich, 8 bis 10. Okay. 7 bis 10 habe ich notiert. Oder 7 bis 10. Auf jeden Fall eine größere Gruppe. Und das finde ich halt nett, dass du auch sagen kannst, okay, du hast ja auch einen Fall, der funktioniert halt auch mit weniger als 6 Leuten. Falls du tatsächlich das Problem hast, nicht genügend Leute ranzubekommen. Das meiste Essen brauchst du dann bei Woodstock, ne? Erst wird das Grünzeug verfuttert und dann haben alle Hunger. Verraucht. Dann haben alle Hunger. Naja. Ja. Schluss mit denen. Schlicht. Ja, aber da sind wir ja mal gespannt, wenn Sonja berichtet vom roten Teppich. Ja, ich bin auch gespannt, was wenn Sonja vom dazu roten, kommt. Sonja berichtet vom roten Teppich, sehr gut. Finde ich gut. Ja, aber tatsächlich ist mir damit eingefallen, wir hatten ja schon mal die Idee, die Verena Wiechens, die jetzt auch bei Pegasus war, mal hier im Podcast einzuladen, weil die ja einige spannende Dinge machen. Mhm. Die haben ja auch schon ein eigenes Krimispiel rausgebracht. Also da steckt sehr viel Kreativität in diesen Menschen anscheinend. Sollten wir mal in unser Gästedokument reinschreiben. Irgendwann mal. Aber ich finde sowas immer doof. Naja. Was? Krimi-Dinner an sich, Krimi-Dinner, oder? Ja, ich glaube schon. Warum? Nee, lass mal. Was Leckeres essen und einfach tatsächlich ja Spaß am Tisch haben. Es ist ja nicht so... Du musst dich ja nicht, wenn du nicht willst, dich verkleiden oder sonstiges. Man kann das ja auch ganz locker angehen. Ja, wir haben doch immer, Sonja, ist sowas vergleichbar mit diesem Krimispiel, was wir auf der Berlin-Con mal gespielt haben?
Du ja, ich überlege gerade welches. Also das, ich habe zwei auf der BerlinCon gespielt. Das, was, das vom Stefan mit dem Leuchtturm. Ja, das ist ein klassisches Krimi. Den ja, fand ich doof. Oh Gott, fand ich. Ich fand das, oh, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Also nee. Also ich habe sonst auch nicht viel Erfahrung. Ich habe zweimal mit dem Krimi-Master auf der BerlinCon gespielt. Das eine war der Leuchtturm, das andere war das Game Over. Ja, da habe ich mich ja dann schon geweigert. Das Jahr danach. Nee. Du hast aber sehr viel gelacht beim Zugucken. Ja, da war ich ja nicht involviert. Das bin ich ja nicht in der Situation. Das ist ja dann wie ein Autounfall angucken. Also, nee, das ist ja auch nicht lustig. Aber so ein lustiges Internetvideo angucken. Aber nee, mitmachen. Ach nee, lass mal. Brauche ich jetzt nicht. Nun gut, aber dann kannst du vielleicht demnächst bei Savannah Park oder Corrosion mitspielen. Wofür entscheidest du dich? Wahrscheinlich Savannah Park, weil alle sagen, es wäre ein ganz tolles Familienspiel. Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel mit den tollen Fallschachteln. Ach nee. Aber ich finde, da hat Deep Print Game auf jeden Fall die Latte sehr hoch gelegt mit diesen Fallschachteln. Ja. Die finde ich echt faszinierend. Und es ist wieder so, warum ist noch vorher keiner auf die Idee gekommen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel tatsächlich das an Mehrkosten verursacht hat, diese Fallschachteln. Was aber ist ich find, denn, sie sind auf jeden Fall wert. Was ist denn da drinne? Ich meine, sind einfach nur die Fallschachteln und da ist nichts drin? Genau, das leer ist, besteht aus vier Fallschachteln und wer zuerst die Fallschachtel fertig hat, hat das Spiel gewonnen. Kann man nur ist einmal wie spielen. Ist so ein Exit-Game, kannst du einmal spielen. Kann man nur einmal spielen. Nein, du hast in diesem Fallschachteln halt das Spielmaterial pro Spieler. Okay, so wie ich meine siderische Konfluenz quasi sortiert habe. Genau, nur anstatt in Tütchen, in Plastiktütchen, gibt es halt hier Fallschachteln. Sie hätten auch einfach vier Plastik-Zipbeutel reinpacken können. Würde bald heute keiner drüber sprechen, was das doch für tolle Zipbeutel sind, sondern das sind tolle Fallschachteln. Ne, also von daher. Ja, ansonsten habt ihr schon mal gespielt, Sonja? Ja, eine Partie haben wir schon. Und? Ja, ist ein nettes kleines Puzzle. Ich fand es jetzt nicht so aufregend, aber hat schon Spaß gemacht. Es ist ja, was ich für mich jetzt immer ganz gut finde, jeder hat die gleichen Plättchen, aber jeder hat ein eigenes Spielertableau und verteilt die Plättchen anfangs zufällig auf seinem Spielertableau. Und dann wählen die Spielerei um ein Plättchen, da sind so Tiere drauf, manche einzeln, manchmal ist eine Tierart, aber dann sind drei oder vier davon. Manche davon stehen an einem kleinen Gewässer, wo sie von trinken können und man versucht am Ende, bekommt man eben Punkte für große Gruppen der gleichen Tierart, multipliziert mit den Wasserstellen, an denen sie sich bedienen können. Und ja, es ist halt so, einer wählt ein Plättchen aus, sagt jetzt hier, ich habe hier eine Giraffe und alle nehmen dann das Plättchen mit einer Giraffe, drehen es um und müssen es woanders platzieren. Und das finde ich tatsächlich ganz cool, das hat auch eine schöne Interaktion, weil ich genau gucken kann, der baut dahin, also man sieht halt, welche Optionen es gibt, um ein Plättchen zu legen. Und die sind in der Regel sehr eingeschränkt. Es gibt da noch Bäume und Büsche, die man überdecken darf, die aber Punkte geben, wenn sie nicht überdeckt werden. Und ich fand das eine schöne Puzzlei und eben am Ende möglichst diese großen Gruppen aus Tieren zusammenzukriegen. Zwei Fragen. Habt ihr das Erdmännchen benutzt oder nicht? Ja. Weil okay. Das Erdmännchen gibt ja an, wo ich ein Plättchen wegnehme, damit ich weiß, dass ich da kein neues Plättchen hinlegen darf. Gut, weil ich habe es nachher weggelassen, weil ich konnte mir sehr gut merken, wo ich das Plättchen hergenommen habe. So schwer war das nicht. Es war eins. zweite Frage, du konntest wirklich, ihr habt es wahrscheinlich zu zweit gespielt, ne? Genau. Du hast geguckt, was dein Gegner gelegt hatte oder wo er noch was hatte? Ich nicht, ich brauche immer ein bisschen erstmal für mich das Spiel zu verstehen, andersrum. Okay. Hatte ich zumindest das Gefühl, weil ich habe mir das schon schön überlegt, ja, das mache ich jetzt so und am Ende will ich dann dieses Plättchen, wo alle Tiere drauf sind, möglichst mittig platzieren und das kam dann viel früher ins Spiel, als ich nur blöde Randplätze dafür hatte. Ja, weil wir haben es jetzt zu dritt gespielt, die Familie musste herhalten, jetzt kommt, wenn wir schon mal da haben, müssen wir jetzt direkt mal spielen, kam sehr gut an. Aber ich hatte jetzt tatsächlich nicht das
Bedürfnis oder auch die Muße, noch bei den anderen zu gucken. Bei Zweien wird es ja sowieso dann schon mal, also wenn du zwei Mitspieler hast, schon kompliziert, noch hinzugucken, wo hat der was gelegt, wie könnte ich ihn damit stören? Es war halt jeder mehr mit seinem Tableau beschäftigt. Mhm. Du hattest natürlich dadurch, dass alle gleichzeitig was tun, keinerlei Downtime groß. Es sei denn, derjenige, der dran ist, der braucht sehr lange, bis er das Plättchen ausgesucht hat, was er legen möchte. Ich glaube, das könnte mit den falschen Spielern echt problematisch werden. Wir haben das hier im Familienmodus so sehr frei Schnauze gemacht, also mehr aus dem Bauch heraus gespielt. Und weniger optimiert zu versuchen, welches Tier ich wohin legen kann, damit ich das auch Maximalpunkte rausholen kann. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die machen das deutlich besser. Aber das kann ein Problem bei dem Spiel werden. Ansonsten ging das nachher, also gegen Ende ging es deutlich schneller, wenn also immer weniger Plättchen zur Verfügung sind, die ich noch umdrehen darf oder verwenden darf. Und gegen Ende merkt man dann, oh verdammt, jetzt habe ich hier ein Tier, das ich nicht einsetzen kann, oder wenn ich es da hinsetze, wird es vom Buschbrand nachher wieder vertrieben. Und dann merkt man so, wo man sich so alles so ein bisschen verbaut hat, in Anführungszeichen, und ärgert sich da manchmal über sich selbst. Aber nachher ging das echt flott von der Hand. Das war nachher, nach den ersten 2-3 Runden, ging das gut runter. Ich habe mir gerade die Spieleschachtel aufgemacht, also nicht die aufgemacht, sondern ein Bild der Rückseite der Spieleschachtel. Da steht drauf mehrere raffinierte Spielvarianten. Und was heißt das? Sind da wieder Module, die man da irgendwie wieder rein? Ja, quasi. Also, ich habe ja schon Module erwähnt, genannt. Genau. Naja, aber es gibt halt diese Bäume und die Sträucher, die haben auf der einen Spielplanseite oder auf der einen Spielertableau-Seite sind die fest. Und dann gibt es da noch Plättchen dazu und dann kann man sie noch irgendwie zufällig verteilen. Dann gibt es noch eine Löwenfigur, die man zusätzlich zu dem Erdmännchen benutzen kann. Und dann kriegt man irgendwie... Habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Also ich hasse nie, also boah, Entschuldigung, also Grundspiele, die mit irgendwelchen Modulen, ich kann auch das Modul machen und jetzt das und dann das und nee. Also ich finde es dahingehend gut, also ich kann das zum Beispiel jetzt mit meiner Tochter spielen, ich kann vor allem mit ihr damit starten, mit dieser Grundvariante, und ich muss ihr nicht noch zusätzlich erklären, dass ich einen Löwen habe, wo ich noch mehr Punkte mit verdienen kann. Oder dass man jetzt hier noch die Bäume, die sind dann mal da und mal da. Sondern ich kann mit ihr das Grundspiel spielen. Und wenn man das tatsächlich dann mehrmals gespielt hat, kann ich sagen, okay, jetzt machen wir einen Punktemechanismus mehr dazu, wo du wieder mehr aufpassen musst. Gerade im Familienspielbereich kann ich das eher nachvollziehen, dass man sagt, okay, man kann jetzt noch den Komplexitätsgrad langsam nach oben drehen. Ja, da bin ich vielleicht, das ist vielleicht mein persönliches Problem. Also wie gesagt, ich mag diese Module absolut nicht. Und wenn ich dann den Komplexitätsgrad nach oben drehen möchte, dann nehme ich ein anderes Spiel. Also so ist das bei mir. Ja, aber du hast ja auch 20 Spiele. Wenn du aber ein Familienspiel hast, was vielleicht... die vielleicht 3 Spiele zu Hause haben. Na, wir müssen ja da auch wieder davon ausgehen, dass es nicht der Vielspieler ist, der für den das Spiel konzipiert ist. Ja, aber... Gerade das, wo du sagst, im Familienspiel, okay, wir machen jetzt das ein bisschen schwieriger und trotzdem kann zum Beispiel die ganze Familie dann dem Spiel noch folgen. Siehe Ivar Leon Menger. Ja, aber ich finde, so ein Spiel verliert dadurch immer seinen Fokus. So, da weiß ich immer nie genau, was ist jetzt genau das Spiel, was der Autor sich so ausgedacht hat. Klar, der Autor hat sich alles ausgedacht oder der Redakteur oder wer auch immer. Aber für mich ist es irgendwie so ein Punkt so, wo ist jetzt genau der komplette, so, wie wollte der Autor das ursprünglich haben oder wie haben sie, sondern ich möchte nicht noch wieder eine Regel da rein, selber reinfummeln müssen und dann wieder da. Also ich verstehe deinen Punkt, René, aber ich persönlich mag das nicht. Ich finde es okay, ja, dass du das halt dann nach und nach steigern kannst, um die Leute am Anfang nicht zu überfordern. Sie, als würdest du eine Erweiterung dazu kaufen.
Ja, wenn sowas in der Erweiterung drin ist, ist es ja schon wieder okay, weil dann brauche ich sie nicht zu kaufen. Aber dann weiß ich halt so, das ist das Grundspiel, so hat sich der Autor das gedacht. Und wenn jetzt ein Auto, naja, egal. Ja, bei Catan ist es ja auch nicht so. Da kaufst du ja auch nicht das Spiel, das der Autor sich ausgedacht hat. Sondern du kaufst das Spiel, wie es dann auf den Markt gekommen ist, nachdem alles rausgestrichen ist, was zu viel war am Anfang. Ja, aber da war es. Was du durch Erweiterung dann wieder zupacken kannst. Du kaufst dir eben nicht das Spiel, was der Autor am Anfang im Kopf hatte. Ja, aber was wäre, wenn jetzt bei Catan, wenn du jetzt bei Catan einfach anfängst und sagst, ey, das eine Spiel ist jetzt halt so und dann kommt, kannst du denn noch in einer nächsten Variante, kannst du denn noch die Regel, die längste Straße dazufügen? Dann hast du wieder eine Regel mehr. Denn als nächstes kannst du noch sagen, ey, wenn du möchtest, kannst du auch noch Städte daraus machen. So, wo ist jetzt genau das Spiel? Das richtige Spiel. Also, du verstehst, also bei Catan, das Catan könntest du auch so runterbrechen. Sagst, ey, du fängst einfach nur mit den Orten an. Mehr ist das Spiel nicht. Ja. Und dann sagst du einfach so, ey, hier gibt es noch die Ritterregel und die Straßenregel und dann gibt es hier, kannst du hier noch die Häfen machen, das erleichtert dir das Handeln. Also du kannst jedes Modul da irgendwie auch rauslösen und kannst halt einfach Catan einfach so ein Junior-Catan, was es ja zwar schon gibt, aber draus machen. Ja, aber du kannst halt sagen, so führst du die Spieler langsam an das Spiel ran. In jeder Partie kannst du einen neuen Bestandteil hinzufügen, bis du dann das komplette Spiel hast. Aber du bist nicht überfordert, alle Regeln gleichzeitig meistern zu müssen, sondern du kriegst Häppchen für Häppchen, Partie pro Partie, kannst du es einfach lernen. Ich mag es trotzdem nicht. So. Da gibt es ja auch ganze Spiele, hier weiß ich nicht, wie heißt es hier, Kitchen Rush. Ist doch genau da das Spielprinzip ja sogar, zumindest nachdem Pegasus das ja so umgebaut hat, so, dass du diese Szenarien hast, die dir nach und nach die einzelnen Elemente beibringen, damit du nachher das vollständige Spiel nicht auf einmal lernen musst, ja, was ja der große Kritikpunkt war. Und das war auch bei mir zum Beispiel, wenn wir jetzt Magic Maze als Kitchen Rush nehmen, Magic Maze, der Punkt, warum Magic Maze bei mir ausgezogen ist, obwohl ich das Spiel super fand, weil ich immer, wenn ich das gespielt habe in einer Gruppe, ich immer mit Szenario 1 angefangen hatte und wie bewegt man die Figuren? So immer wieder, fünfmal. Ja, aber weil du derjenige bist, der 20 Spielgruppen hat und 50 andere Spiele noch spielen möchte. Die habe ich doch gar nicht. Wenn du aber nur das eine Spiel hast und mit der gleichen Gruppe. Ja, jeder hat seine Argumente und ich glaube, wir finden da jetzt auch keine Lösung und ich verstehe dich ja auch, aber das ist halt mein Punkt, den ich halt so sehe. Sonja, unternimm mal was hier. Was soll ich denn machen? Ich kann beide Seiten verstehen. Ich bin, glaube ich, eher bei René. Tatsächlich. Aha, so, bestimmt. So, gut, Aufnahme endet jetzt hier heute. Es ist halt ein Unterschied, ob ich so einen Kitchen Rush habe, wo dann aber auch eine Partie sehr viel fixer geht, als zum Beispiel bei einem Catan. Ich finde, das kann man dann auch schon wieder gar nicht vergleichen. Aber ich finde bei Savannah Park, dass auch das Grundspiel an sich durchaus schon reizvoll ist. Es gibt andere Spiele, wo ich auch sage, ja, da habe ich jetzt 5 Minuten und ich kann das dazu nehmen und das und das und das, wo ich dann auch davor stand und sagte, ja, was wollte der Autor mir jetzt hiermit sagen? Und ich hätte es gerne so gespielt, wie der Autor es wollte. Aber das Gefühl hatte ich jetzt bei Savannah Park nicht. Da habe ich eher das Gefühl, okay, ich habe ja noch 2, 3 Stellschrauben, an denen ich was machen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein unvollständiges Spiel spiele, wenn ich das Grundspiel spiele. Also ich habe jetzt auch schon so oft Anak gespielt und ich habe noch nie mit der Rückseite gespielt. Ich habe doch gar kein Bedürfnis danach, aber egal. Wir können irgendwann anders mal dieses Fass aufmachen, glaube ich. Genau. Genau. Kommen wir noch zum zweiten Deep Print Game. Corrosion. Jetzt das große Kennerspiel, das große Spiel von Deep Print Games. Ne? Sonja, ja, tatsächlich, dein Fachgebiet. Nee, ich wollte jetzt gerade auf Arnes Kennerspiel, es ist ja mittlerweile als Experte eingestuft, wurde aber auch erzählt, dass es tatsächlich lange eher als Kenner geführt wurde und erst spät zum Experten wurde. Denn es soll einfache Regeln haben, die aber tatsächlich durch das Zusammenspiel dann doch wiederum ein bisschen komplexer werden. Das ist jetzt ja das erste Spiel, wo die Spieler, wie nenne ich das, die Gesamtheit der Spieler von Deutschland, Spieler-Brettspiel-Community, eigentlich drauf wartet. Ne? Also als Deep Print Games ja gestartet ist, das war ja auch in Nürnberg 20, da
Da hieß es ja, ja, wir machen hier Deep-Entwicklung und wir sind hier die Leute und machen hier die Überknaller an Spielen. Und dann kam das erste raus, das Free Nature, was halt, ja, okay war. Und dann kam jetzt irgendwie das, was war das zweite, Kyoto kam und Rorschach und jetzt das Savannah Park. Das ist halt alles Familien. Tage gezielt, auf Familien gezielt oder der Partyspiel eher, ich sag jetzt einfach mal, eher seichteres Terrain. Und jetzt mit Corrosion hat, glaube ich, jetzt eine ziemlich hohe Erwartungshaltung, kann das sein? Dadurch. Ja, ich fand es spannend, also es hieß ja damals von Deep Rim Games, dass die Spieler nicht enttäuscht sein sollen, sondern so diese anspruchsvolleren Spiele und komplexeren Spiele, die brauchen halt Entwicklungszeit. Es war tatsächlich der Autor dabei im Interview. Das ist der Stefan Bauer, das ist sein Erstlingswerk. Und der hat erzählt, dass er das Spiel erstmals bei den Pegasus Game Designer Days im Frühjahr 2020 vorgestellt hat. Und wenn man jetzt auf den Kalender guckt, hat das gar nicht so viel Entwicklungszeit benötigt, weil wohl einfach das Spiel schon ziemlich gut war, so wie es vorgestellt wurde. Okay. Es war tatsächlich so ein Rohdiamant, der schon sehr weit fortgeschritten war, an dem man gar nicht mehr so viel machen musste. Ja, und wahrscheinlich hat halt Corona aber auch nicht geholfen, ne, in solchen Situationen. Also in der Spieleentwicklung. Naja, generell, es war, glaube ich, später dann auch Thema, hatte das so seine Vor- und Nachteile. Also zum einen diese Pegasus Game Designer Days, die gab es halt vorher nicht. Mhm. Und tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass es vielen dass dadurch mehr Autoren erreicht werden konnten, als die sich wirklich die Zeit nehmen können, da irgendwo hinzufahren. Wenn sie online ihre Sachen vorstellen können, hat es bestimmt dazu geführt, dass da auch einige dazugekommen sind, die sonst wahrscheinlich bei Pegasus nicht vorstellig gewesen wären. Natürlich war das Testen schwieriger, das in Testgruppen zu spielen. Hm. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. So, aber was ist das für ein Spiel? Grob? Ich lese hier gerade irgendwie Engine-Bilder mit Zeitdruck. Genau, sie nannten es Temporary Engine Builder. Okay, ja. Weil du halt so Maschinen ausbaust und die haben aber nur eine Halbwertszeit, weil sie dann irgendwann verrosten und du kriegst halt dadurch irgendwann einen Bonus, aber irgendwann ist die Maschine halt verrostet und nicht mehr einsetzbar. Also ist Village eigentlich auch ein Temporary Worker Placement Spiel? Oder wie? Marketing Bullshit Bingo, Entschuldigung. Es steht auch hinten auf der oder im in der Pressemappe steht das auch drauf, das irgendwie ja. Was das Spiel wohl noch auszeichnen soll, ist und das war auch quasi so der erste Ansatzpunkt für den Autoren, als er das Spiel entwickelt hat. Er wollte diesen Follow-Mechanismus, den man aus Spielen wie Puerto Rico zum Beispiel kennt. Oder aus Race for the Galaxy, dass eben einer eine Aktion auslöst und alle können davon profitieren. Das wollte er ein bisschen interessanter gestalten. Und hier ist es jetzt so, wenn einer eine Karte spielt und man hat eine Karte gleicher Farbe, es gibt da verschiedene Farben, mit höherem Wert, kann man die Aktion des aktiven Spielers kopieren. In der Regel ist es dann aber eine schwächere Aktion, als man eigentlich mit der Karte spielen könnte, die man aber vermutlich erst in einer späteren Runde spielen kann. Und so muss man halt immer ein bisschen überlegen, will ich jetzt akut diesen weniger wertvollen Bonus nutzen oder warte ich lieber, bis ich meine Karte voll ausnutzen kann? Das klang schon sehr spannend. Sollte ja ursprünglich da sein, ne? Das hatte sich jetzt ja auch noch irgendwie, ich glaube. Wird es nicht schaffen. Ja, genau. Es war wohl irgendwie zu teuer, das rüberzubringen von A nach B. Kommt dann aber wahrscheinlich im November. Also fertig produziert müsste es ja schon sein, wahrscheinlich. Ja, willst du das spielen, Arne? Ich bin nicht so der ganz große Freund von Engine-Bildern. Also, und ja, natürlich ist so ein Mechanismus von wegen so Dinge verrosten oder werden älter und gehen irgendwie über die Wupper, wie es halt beim Village, deswegen habe ich jetzt gerade gebracht, irgendwie ja schon spannend sind. Aber und so dieser Puerto Rico-Follow-Mechanismus finde ich eigentlich auch cool. Also wenn ich es irgendwie mal in die Finger kriege, werde ich es vielleicht auch mal anspielen. Aber ich glaube, das ist für mich, ich gucke mir gerade dieses Bild an und denke so, ach, vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht mir das ein bisschen zu wuselig und zu kompliziert aus.
Kannst du jetzt das Spielmaterial oder was für Bilder hast ja, du da vor? Ja, ich habe ja aus der Pressemappe den Spielaufbau da irgendwie liegen. René, willst du das spielen? Nein. So kann man es auch sagen. Warum nicht? Es sieht mir tatsächlich nach Arbeit aus. Ja, und ja, da ist es. Der Text, der Begleittext fängt auch lächelnd, stehst du im Zentrum deiner Werkhalle. Also ist halt Arbeit. Es ist Arbeit, tatsächlich, ja. Die süßen Töne von klirrendem Metall und raschelnden Maschinen erwärmen dein unternehmerisches Herz. Okay. Ich würde es wie so oft einfach auch mal mitspielen, um es mal gespielt zu haben, aber es ist jetzt nichts, worauf ich jetzt heißgesehnt warte. Ja, und wer sein Spiel noch pimpen will, der kann sich Metallzahnräder im Fachhandel kaufen. Für einen Zehner. Oder einfach im Baumarkt gehen und sich dort Schrauben holen. Also der Autor hat auf jeden Fall erzählt, wie gesagt, das ist sein Erstlingswerk und ihn hat es sehr gefreut, dass Dennis Lohausen das illustriert hat. Es war für ihn schon so ein kleines Highlight, dass gleich so ein großer, bekannter Illustrator da an seiner Zeichnung arbeitet, wobei er seine eigene Zeichnung des Prototypen auch sehr gut fand. Ja, da war ja, also nicht gerade bescheiden. Genau. Ich bin gespannt drauf. Also optisch muss ich sagen, spricht es mich nicht an. Also weder vom Cover noch vom Spielmaterial. Auch als ich das auf der BerlinCon gesehen habe, wäre das jetzt kein Spiel, wo ich irgendwie hinlaufe und sage, das muss ich mir unbedingt ansehen. Aber mechanisch und von dem, was drin steckt, klingt es durchaus interessant. Und ich freue mich auf die erste Partie. Gut. Gut, danach kam die Pegasus der Neuheiten in Anführungszeichen. Da haben sie jetzt ein anderes Konzept gewählt, als sie sonst gemacht haben. Sonst sind sie halt da im Schweinsgalopp durch alle Titel durchgerattert, inklusive der Erweiterungen und haben dann auch in Anführungszeichen Wasserstandsmeldung gegeben. Wann und warum kommt das Spiel nicht? Und weil das haben sie dies nicht da. Genau. Die Erweiterung haben sie dieses Mal im Vorfeld in einem YouTube-Video abgehandelt, was ich ganz okay fand. Da nochmal einfach eine kurze Wasserstandsmeldung, das kommt oder das kommt Q4 oder Q1 nächstes Jahr. Das denke ich, das war vollkommen okay, das auszulagern. Ja. Dann sind sie aber mehr im Detail auf ein paar Spiele eingegangen. Mit wackeliger GoPro. Oh ja. Wo einige unter den Zuschauern sagten, okay, ich muss das Bild jetzt so lange mal ausmachen, mir wird schlecht. Haben sie die GoPro auf den Hund geschnellt? Nee, in der Hand. Oh, okay. Okay, kann man machen, ja. 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 Hat sich, glaube ich, rausgestellt, war nicht die beste Idee, glaube ich. Wieso haben die ja, okay. Mhm. Also so auf so einem Griff halt, ne? Ja, aber warum hatte das irgendwie... Weil derjenige, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß, das Spiel halt vorgestellt hat, das Spielmaterial. Und dabei mit der GoPro halt dann quasi am Platze saß und dann auf Spielbrett filmen konnte. Mhm. Okay. Welches Spiel war es denn? Sie haben drei Spiele genauer vorgestellt, glaube ich, oder? Ne? Das First Red auch. Ich hätte jetzt vier behauptet. Ja, wobei vier. So bei Tokaido, das ist ja eine Neuauflage, was vorher bei Funforge war, kommt jetzt eine Neuauflage bei Pegasus, das haben sie nur ganz kurz gezeigt. Genau. Und dann ist es auf drei ein bisschen detaillierter eingegangen. Tokaido, das verwechsel ich immer mit Takenoko. Tokaido ist dieses Reisespiel, oder? Genau. Ja, mit diesem weißen Spielplan, wo da verschiedene Stationen ist. Okay. Mhm. Okay. Dann hatten sie einmal Carnegie, was mich vollkommen abgeschreckt hat. Aber da dachte ich, Sonja gerne mehr zu erzählen. Ja, so viel kann ich, also ich freue mich darauf. Mich hat das ist ja im Original von jetzt, ich hasse diesen Verlagsnamen, Quinet Games aus den Niederlanden, ist es erschienen. Ui. Und es ist vom Autor von Troyes und Carson City. Es wird ein Expertenspiel sein, es ist ein Managementspiel in der Stahlindustrie. Ja, macht Sinn bei dem Namen, ne? Und es ist halt optisch vielleicht nicht jedem gefallen, aber für mich klang das auf jeden Fall sehr spannend. Ich hatte ein Problem damit,
Also ich fand es schon okay, den Fokus mehr auf wenige Spiele zu legen und die ein bisschen detaillierter vorzustellen. Mir war es aber gerade für so ein Expertenspiel schon zu detailliert, weil tatsächlich schon einige Regeldetails erwähnt wurden, die mich nicht interessieren, wenn ich einen Überblick haben möchte. Also weil man hätte wahrscheinlich nach dieser Erklärung, wenn man das Spielmaterial vor sich gehabt hätte, schon tatsächlich die erste Runde spielen können. Und das war mir dann tatsächlich gerade für so ein komplexes Spiel einfach zu viel, wo ich dann auch irgendwann so gar nicht mehr so richtig aufnehmen konnte, weil ohne einfach das Spielmaterial vor sich zu haben und nur von dem, also er hat da zwar versucht, ein bisschen was zu zeigen. Wie gesagt, es war jetzt auch nicht so einfach, dem bildlich zu folgen. Ja, fand ich schwierig. Für die Hörer, wenn man zu so einem Pressetermin geht, irgendwie, ich denke jetzt gerade an so einen Pressetermin in Nürnberg, dann ist das für uns immer so, jemand kommt und geht mit uns über den Messestand und sagt halt einfach so, hier ist Carnegie, da geht's grob darum und dann hast du für das Spiel 2 Minuten Zeit vielleicht, um dir das anzugucken, dann geht man schon zum nächsten Spiel. Und wenn ihr jetzt sagt, jetzt kriegt ihr eine ganze Regelerklärung, ja, es fehlt ja nicht. Also vielleicht sollte man sich immer daran orientieren, wie das, oder vielleicht mehr orientieren, wie das auf so einem Messestand laufen würde. Ne? Also man muss da jetzt nicht durchhetzen, wie das schon auf einer Messe doch eher passiert, aber so detailliert braucht man es vielleicht wirklich nicht. Ne? Nur. Ja, wie gesagt, ich fand es einerseits eine gute Idee, dass man eben sagt, man will nicht durch alles durchrennen. Ich fand es halt auch gut, also wir hatten ja vorhin schon festgestellt, es gab jetzt schon mehrere dieser digitalen Pressetage. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass sich vieles auch immer wiederholt hat. Auch gerade durch die Verschiebungen in diesem Jahr hat man über dieselben Spiele immer und immer wieder wurde gesprochen. Und da fand ich schon gut, dass man gesagt hat, naja, jetzt über gewisse Spiele reden wir einfach nicht mehr, weil die kommen irgendwann noch dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Aber wir haben da jetzt schon so oft drüber gesprochen. Ihr wisst, was euch da erwartet. Und wir befassen uns heute mit anderen Spielen, zu denen wir noch nicht so viel erzählt haben. Das ist, fand ich an sich einen guten Ansatz, aber wie gesagt, es war hier einfach ein bisschen zu detailliert. Hm. Ja, dann das nächste, was auch ein bisschen ausführlicher vorgestellt wird, war Clinic Rush, was quasi so ein bisschen der Nachfolger zu Kitchen Rush sein wird. Auch wieder mit einem ähnlichen Tutorial arbeitet. Nur diesmal sind wir eben nicht in einem Restaurant, sondern wir sind Ärzte bzw. Pfleger. Da gibt es auch verschiedene Sanduhren, die auch nur auf bestimmte Plätze können. Und wir müssen Patienten behandeln, ambulant oder stationär. Da gibt es ganz nette Dinge, wie zum Beispiel, dass man Bakterienkulturen anlegen muss, Blutbilder erstellen. Es gibt eine Krankenhausapotheke. Da muss man mit der Pinzette irgendwelche Geschicklichkeitsaufgaben machen. Das klang schon ganz spannend, wobei ich mir dachte, ich bin halt nicht so der Geschicklichkeitsspieler, dass mir das schon ein bisschen zu anstrengend klang. Aber ausprobieren würde ich es gerne mal. Es soll Familie Plus sein, in Richtung Kenner, aber wieder, wie gesagt, mit einem Tutorial einfach anfangen und dann stufenweise ein bisschen komplexer werden. Ja, wobei sie das wohl hier nicht so gut hingekriegt haben wie bei Kitchen Rush. Das so ganz runterzubrechen, dass man ganz simpel anfängt und steigert, weil das von der Grundmechanik dann nicht funktionieren würde. Ja, und als letztes hatten sie dann noch eine Eigenentwicklung. First Rat. Ratte. Die Idee finde ich halt sehr cool. Die Ratten auf dem Schrottplatz sehen halt immer den Mond und wollen zum Mond, weil er ja aus Käse ist und versuchen jetzt als allererstes eine Rakete zu bauen. Deswegen First Rat, die dann auf den Mond kommt. Fand ich von der Story ja schon mal witzig. Ansonsten bin ich ja mal gespannt, weil sie sagten, es ist halt ein Laufspiel im Kennerbereich. Okay. Mhm. Was dabei dann passiert oder schlussendlich rumkommt, können wir mal gespannt sein. Das würde ich mir wahrscheinlich eher angucken wie Carnegie. Corrosion Carnegie. Ja, aber ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil einer der beiden Autoren von First Red ist der Autor, den man vielleicht von Lorenzo il Magnifico kennt, von Alma Mater, von Coimbra, also schon von komplexeren Spielen.
zusammen mit einer Autorin, die jetzt noch nicht so viel gemacht hat. Aber ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt drauf. It's one small step for a red, one giant leap for a red kind. Oh Gott. Gut, ja. Ja, und das war dann auch, glaube ich, so der offizielle Teil. Ja. Danach gab es dann noch ein bisschen Interview über die aktuelle Produktionssituation und Liefersituation. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen. Das ist, glaube ich, allen jetzt mittlerweile bekannt, dass das schwierig ist. Bei Pegasus auch schwierig, ja? Nein, so. Die sind davon überhaupt nicht betroffen. Ja, wenn Portal alle Spiele, naja. Man muss es nur vor zwei Jahren in Druck gegeben hat, dann sind sie jetzt wirklich da. Man muss es nur richtig verkaufen, genau. Ja, genau. Obwohl ich da tatsächlich eine Sache würde ich kurz erwähnen wollen. Und zwar erscheint ja das Fire and Stone bei Pegasus, was von Feuerland entwickelt wurde. Mhm. Da hatten wir ja, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen bei einem der letzten Pressetage. Mhm. Und das musste jetzt nochmal auf Dezember verschoben werden. Und zwar ist das Problem, dass die Holzteile nicht trocknen, weil dort, wo produziert wird, gerade Regenzeit ist. Und das sind dann tatsächlich einfach manchmal so absurde Begründungen, warum es da irgendwie zu Verschiebungen kommt. Zusätzlich zu den ganzen bekannten Problemen, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren einfach haben. Ach, das war das Spiel, was mit von Klaus-Jürgen Wrede. Haben die da noch erwähnt, dass das irgendwie mit Feuerland? Also hier in der Pressemappe steht da irgendwie nirgendwo drauf. Aber ich stelle mal eine steile These auf. Ist Klaus-Jürgen Wrede eigentlich nur ein One-Hit-Wonder? Ach, hey. Nenn mir ein zweites Spiel, was er gemacht hat. Kann ich nicht aus dem Stegreif. René, nenn mir ein zweites Spiel. Was? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Liebe Hörer, kommt in den Discord, diskutiert das mal mit mir. Ich würde diese These gern aufrechterhalten. Aber ja. Fire and Stone von Klaus-Jürgen Wrede. Letztes Jahr, oder nee, der Pressetag war im Frühjahr irgendwann, ne? Oder wann war das? Da hatten sie es, glaube ich, dann vorgestellt, announced. Und da hatten sie gesagt, irgendwie mit Feuerland zusammen in Kooperation oder irgendwie sowas war da, ne? Genau. Aber sieht gar nicht, steht gar nichts mehr davon irgendwo. Naja. Ist ja auch egal. Abwarten, Teile trocknen irgendwann. Naja, also wie gesagt, es wurde komplett von Feuerland entwickelt, aber Feuerland hat beschlossen, dass es selbst für ihre Blue Line eben zu wenig Anspruch hat und deswegen ist es jetzt an Pegasus übergegangen. Gut, ja, das war noch so ein bisschen so der Abschluss der Interviewphase, dann geht es ja wie so meist bei Pegasus in den inoffiziellen Teil, wo dann auch Alkohol in rauen Mengen fließt. Oh Gott. Ja, der Peter, der Pressechef, sein zweites Hobby ist neben Spielen Whisky trinken. Und ich finde es ja immer total faszinierend, wie sich Leute, die sich damit auskennen, ich möchte es auch jetzt gar nicht hier mich drüber witzig machen, aber wenn die darüber diskutieren, was sie nicht alles gerade schmecken. Ich bin so ein Banause, ich schmecke gar nichts. Es brennt. Nee, ich kann das ja noch nicht mal bei normalen Lebensmitteln. Also wenn die sagen, dieser Käse ist nussig, was weiß ich. Der schmeckt nicht nach Nuss bei mir. Na, wenn Käse nussig schmeckt, schmeckt der aber schon nussig. Also. Ich kann das nicht erkennen. Ich habe jetzt jemanden, der arbeitet an der Käsetheke. Der schmeckt nach Käse, hoffe ich. Ja, das ist ja über Zitrusnoten und Abgänge und sowas, ja. Genau, also da Schärfe und hier und oh, der ist jung, der ist noch nicht reif genug. Respekt, also. Ich finde das ja schon immer spannend. Ja, ich höre da gerne zu, aber ich kann das halt nicht verifizieren. Die können mir da alles erzählen. Ich bin da einfach Banause. Gibt es aber bei Bier auch, bei dieser ganzen Brew-Geschichte. Naja. Ja, ich bin von der Sorte, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Die Nuancen kann ich auseinanderhalten. Oder Hauptsache es knallt.
Ja, da wurde auch noch so quasi so eine freie Diskussionsrunde auch, und da ging es dann auch immer auf dieses Thema, zum Beispiel und auf Nachhaltigkeit bezogen, dass ja anscheinend in den Leuten verankert ist, eine große Schachtel darf viel Geld kosten, das hatten wir letzte Woche auch schon mal, eine kleine Schachtel darf aber nicht viel Geld kosten, weil das Spiel ist ja viel kleiner. Ja, und da kam halt auch nochmal dieser Nachhaltigkeitsaspekt auf den Tisch. Das ist natürlich auch so ein, du hattest letztes Mal die Rote Kathedrale angebracht, ne? Mhm. Die ja in Anführungszeichen auch ein großes Spiel in einer kleineren Schachtel ist. Ja, ein bisschen größer würde ich es mir jetzt tatsächlich wünschen. Das Material ist noch ein bisschen fit, aber egal. Ja, passt schon. Aha. Ja. Naja, aber wie gesagt, da kann man noch diese Nachhaltigkeitsaspekt, ne, auf so eine Palette kriegst du natürlich deutlich mehr Spiele, als wenn die Katan-Schachtelgröße haben. Als wenn es nur die Hälfte davon ist. Und ja, noch eine weitere Anmerkung war, dass sowohl Verlage als auch Pressevertreter natürlich schon immer hier diesem Cult of the New anhängen, ne? Also immer nur das Neueste, das Beste. Und als Beispiel war halt, dass die Verlage halt auch mal ihre alten Marken in Anführungszeichen pflegen. Aber stattdessen halt wird immer nur der Fokus auf das Neueste gelegt. Hm. Ja, und was so dieser Trend halt einfach da ist. Und dem Normalspieler draußen ist gar nicht immer wichtig, ob es das neueste und aktuellste Spiel ist, solange es ein gutes Spiel ist. Ja, ich hatte neulich bei uns in der Spielegruppe in Göttingen auch diese Diskussion so, jetzt kommen hier doch weniger Spiele, wir haben nichts mehr zum Spielen. Da habe ich so gedacht so, dann bringe ich mal wieder ein Blood Rage mit. Da hatten wir so viel Spaß immer mit, dann bringe ich das mal mit. Oder pack mal wieder ein El Grande aus. Oder ich glaube, viele, also auch gerade wahrscheinlich von den Hörern, ihr habt genug Spiele im Schrank. Ich war jetzt am Freitag waren wir spielen auch wieder in einer Spielegruppe, und da hat eine Gruppe hat Andor gespielt, wo ich auch so gedacht habe. Und die hatten total, zwei Leute kannten das dann auch nicht und die hatten richtig Spaß daran. Das war dann auch irgendwie so, okay, wir leben halt immer noch in dieser Cult of the New Bubble. Das ist halt irgendwie auch absurd, aber ja, es macht ja trotzdem Spaß, auch die Neuheiten auszuprobieren. So ist es ja nicht. Ja, und das ist ja auch in Anführungszeichen für uns okay, nur dann darf man halt wieder nicht vergessen, dass das für den Außenstehenden halt nicht die Relevanz hat, wie es jetzt für uns hat, ne? Und dass ja auch ja die ganzen Rezensenten auch in Anführungszeichen gar nicht mehr bei der Masse an Neuheiten tatsächlich ein Spiel öfter spielen können. Mhm. Also da braucht sich keiner auch die Illusion zu machen, ich habe das hier 10-mal gespielt, wenn ich das tatsächlich nicht irgendwie hauptberuflich mache, dann geht das gar nicht mehr, wenn ich mir tatsächlich alles angucken möchte und vielleicht noch was spielen möchte, was ich aus Spaß spielen möchte. Ja. Und da ist auch schon klar, ja, es gibt Ersteindrücke und das war's. Und entweder das Spiel hat im ersten Mal gezündet oder nicht gezündet und danach geht's raus. Ja. Ja, das ist ja, weiß ich aber auch, wenn du sagst, es ist ein Ersteindruck, finde ich es aber auch okay, wenn du einfach sagst, es ist ein Ersteindruck. Wir haben es jetzt irgendwie, ne, einmal gespielt, es hat mich nicht gefesselt. Wenn es mich am Anfang wirklich nicht fesselt, das Spiel, dann spiele ich es, also ich persönlich, wahrscheinlich kein zweites Mal mehr. Ja, aber die Frage ist, selbst wenn du es gut fandest im Ersteindruck, kommt dann von dir irgendwann nochmal eine komplette Rezension oder hakst du es damit ab und sagst, okay, ich muss jetzt das nächste Spiel machen. Auch wenn es gut war. Ich kann es ja nochmal spielen, aber findet das nochmal statt, das Spiel bei dir? Ja, wir haben uns jetzt ja so ein bisschen aus diesem Review-Race ja so ein bisschen rausgenommen hier, ne? Also ich kaufe jetzt zum Beispiel vermehrt wieder mehr mein eigenes Zeug, weil ich dann einfach auch freier bin mit dem, was ich damit auch tue. Ne? Wenn ich denke, also, ich habe jetzt von, weiß nicht, Amigo den Zauberberg hier, ist das was anderes, als wenn ich mir das Dune selber gekauft habe. So. Klar, das steht dir dem Preis, aber du hast halt, sonst hast du halt diese Masse an Spielen, die halt jedes Jahr neu rauskommen. Ja. Die du halt irgendwie spielen musst. Ja, das ist in Anführungszeichen halt, gezwungenermaßen. Das ist halt bei Facebook irgendwie, Facebook, wie heißt das andere? YouTube heißt die andere Plattform, zu beobachten. Da gibt es ja immer diese,
habe ich ja auch gemacht, diese, ey, was ist jetzt gerade neu bei mir? Videos, sowas ist neu eingezogen, da gibt es so die Art von Videos, das haben wir jetzt gespielt diesen Monat, da wollen ja die Leute auch immer oder die Zuschauer auch immer so, ja, was habt ihr jetzt gespielt, habt ihr alles gespielt und dann willst du da auch so irgendwie so noch so eine Meinung, aber dann ist halt die Frage so, ist das jetzt, was ist das jetzt für eine Meinung, ist das jetzt Ersteindruck, ist das jetzt irgendwie nach 18 Partien oder ist das jetzt nach 2 Partien und möglichst viele Spiele irgendwie durchkonsumieren, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst jetzt so, ne? Genau, aber das ist jetzt noch nicht mal als auch nicht als Bashing oder als negativ gegen die Rezensenten dann gewertet, ne? Weil es ja alle so machen, ne? Die Verlage legen ja, wie gesagt, auch den Schwerpunkt ganz klar auf ihre Neuheiten. Und alte Marken, alte oder auch gut laufende Marken werden halt stellenweise gar nicht mehr im Fokus. Nee, was der Peter zum Beispiel als Beispiel gebracht hat, wo er selber über sich selber schmunzeln musste, war, dass er wohl eine Interviewanfrage hatte und von einer Zeitung irgendwie. Und dann wurde er gefragt nach einem Spiel. Er sagte, ja, das und das, aber die sind noch nicht da, da kann ich Ihnen nichts von zuschicken. Dann sagte wohl die Redakteurin oder Reporterin, wer auch immer da am anderen Ende war, ja, es muss nicht die Neuheit sein, es soll ein gutes Spiel sein. Sehr gut, ja. Mhm. Ne? Und genau das ist so diese Falle, in die wir dann alle ja reintappen. Ne? Was auch keiner von keinem böse gemeint ist an der Stelle, aber da tappt man einfach rein und sagt so, ja jetzt hier, Savannah Park ist das Neueste, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden. Und ja, aber für den Normalspieler ist es einfach wichtig, nicht, dass es das Neueste ist, sondern ob es ein gutes Spiel ist. Mhm. Ja, das fand ich nochmal so eine schöne Abschluss des Abends. Irgendwer muss das ja aber auch aussieben, ne? Irgendwer muss das ja. Ich meine, wenn alle sagen, ja, wir spielen nur noch die guten Spiele, dann das ist halt auch ein schwieriger Weg. Ich meine, wir sind halt diese Brettspiele, ich nenne es jetzt einfach mal Influencer, um da irgendwie alle abzugreifen. Sei es jetzt die Blogs, die Podcaster, YouTuber, Instagrammer und so. Wir sind ja der Filter. Ja, natürlich, ne? Und das findet ja auch alles bescheuert, aber man muss sich einfach aber trotzdem dessen bewusst sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? So, also vielleicht in Anführungszeichen mal zu sagen, so hier, wir machen mal eine Serie über die Spiel des Jahres, Spiele der letzten 20 Jahre. Wir haben da noch so eine Reihe offen, ne? Das wisst ihr ja. Ne? Da könnten wir sogar mit hinkommen mit 20 Jahren. Ich müsste mal gucken. Aber ich glaube, da brauchen wir noch. Aber das sind so, die Spiele sind ja nicht schlechter geworden, also manche schon, manche sind nicht gut gealtert. Na, aber vielleicht nicht die Spiele von vor 20 Jahren, aber die vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren, die können ja immer noch gut sein. Ja, sicher, und natürlich. Deswegen so die faulen ja auch nicht im Schrank. So ein El Grande, naja, manche faulen schon, habe ich jetzt neulich wieder gelesen, ne? Ja, aber nicht im Normalfall. Also das Holz ist nicht schnell genug getrocknet. Oder die Wand ist feucht. Und die Wand ist feucht. Ja. Nee, natürlich, Spieler, ja, die altern ja nicht, das ist richtig, aber ja. Deswegen machen wir diesen Podcast hier, um auch vielleicht auch mal über neue Spiele zu reden, über alte Spiele zu reden. Ja. Aber womit hatten wir letztlich, als ihr hier wart, den meisten Spaß? Mit Seven Wonders. Ja, weil jeder das Spiel kannte. Alle kannten die Regeln. Jeder war sofort drin im Spiel. Kann ich dafür, wenn du kein Anak magst. Ja. Warum kriege ich jetzt schon wieder so eine Breitseite? Ich habe überhaupt nichts Böses gesagt. Doch, du hast vorhin was Böses gesagt mit diesen Modulen und so. Das, ja. Da habe ich was Richtiges gesagt, aber nichts Böses. Ja. Nein. Ja, das ist halt schwierig. Ich meine, aber man will ja dann auch doch mal wieder was Neues kennenlernen und dann greifst du dann wieder zu den Neuheiten und weißt halt auch nicht. Heute kam auch die Meldung irgendwie, ey, das Spiel von Friedemann Friese ist jetzt da. Kannst du jetzt bestellen. Freie Fahrt oder sowas. Ich glaube, bei uns in Discord habe ich reingeschrieben, so
meint ihr, das Spiel kann was? So, weil es ist denn so, das würde ich, wenn jetzt einer sagen würde, ey, das ist total super, dann würde ich es mir jetzt kaufen. Aber so ein Blindkauf, tue ich mich ein bisschen schwer tatsächlich mit. So, weil Friedemann Friese halt so ein Autor, so eine Autor-Wundertüte ist, das kann halt von Fayum total super bis zu Futuropia oder 504 gehen, was dann so als Konzept irgendwie spannend ist, aber das Spiel dahinter, dem fehlt ein bisschen was. So tue ich mich gerade schwer. Hat jemand schon freie Fahrt gespielt? Ich weiß es nicht. Ich hatte ja auf Matthias gehofft, aber der hat mir nicht geantwortet. Ich bin sehr heiß drauf. Ich hoffe, dass ich es bald spielen kann. Die sind ja aber nicht auf der Messe, ne? Nee. Deswegen ist es ja auch nicht in meine Vorschau mit reingekommen, wobei es da lange drauf stand, bis ich mir überlegt habe, okay, wenn wir eine Spielvorschau machen, sollte ich vielleicht auch Spieler wählen, die auf das Spiel sein werden. Gibt es denn schon Bilder davon? Oh, es gibt Bilder. Oh, ja, hat sich gerade erledigt, glaube ich. Ich möchte sieht ein bisschen aus wie Zug um Zug. Ich mag ja auch einfach die Grafiken von 2F-Spielen. Ich weiß, dass ich da nicht viele Personen habe, die das ähnlich sehen, aber ich mag den Stil einfach total. Das Foto Fayum, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Also es hat halt so einen eigenartigen Stil. Aber ich mag ja auch Ascension, was ja auch einen eigenartigen Stil hat. Also es muss halt nicht immer alles nach Dennis Lohausen, Michael Menzel und Clemens Frenz aussehen. So. René ist jetzt sauer. Ich glaube, Sonja hat den Koffer jetzt gepackt. Ich habe noch keinen Koffer gepackt. Da sollte ich auch Koffer Sonja, packen. Du, das ist jetzt ja die letzte Aufnahme vor der Messe, richtig? Also für uns. Die nächste Aufnahme ist hoffentlich Sonja, solo. Von der Neuheitenschau in Essen. Wenn das klappt. Ach, ich muss den Clip muss ich. Oder ich ja, wir reden gleich nochmal über den Clip. Machen wir. geplant ist, dass Sonja jetzt irgendwie. Das, was René und Sonja, / René, Arne und Sonja, / René und Arne, einen Audio-Rundgang über die Neuheitenshow. Wahrscheinlich wird es dies hier keinen Shanty-Chor oder Elfen geben. Vermutlich nicht. Flötenspielende Elfen. Aber Sonja hat angeboten, über die Neuheitenshow zu laufen mit unserem Aufnahmegerät und Mikrofone. Und mal versuche mal die Stimmung da nochmal einzufangen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich auch. Und was dann geplant ist, ich habe da noch eine Idee, da muss ich aber gleich noch mit Sonja drüber sprechen. Machen wir. Vielleicht kriegen wir egal. Ich sag nichts, reden wir gleich drüber. Gut, habt ihr noch was? Nö. René, juckt es in den Fingern, jetzt zur Messe zu fahren? Nein. Arne, bei dir aber etwa? René sagt ja, ich soll immer noch zu ihm kommen. Ich habe so gedacht, man könnte Sonntag ja zu ihm fahren, in Essen nochmal anhalten. Und dann denke ich mir so, ja, das machst du. Und dann denke ich mir, nee, du musst die Maske die ganze Zeit aufhaben. Nee, hast keine Lust drauf. Tatsächlich ist für mich der Hinderungsgrund diese Maske. Ich will jetzt nicht blöde Maske sagen, sondern diese Maske. Aber, da kannst du dich drauf einstellen, wenn ich nicht zur Messe fahre, um nichts nach Hause zu schleppen, dann lasse ich dich hier nicht rein, wenn du vorher auf der Messe warst. Ich habe doch die Maske dann aufgehabt. Ja. Ich bin geimpft. Ja, mal trotzdem nicht übertragungsfrei. Nein, ich habe die Messe für mich dieses Jahr abgehakt und ich hoffe, sie wird ein Erfolg für alle Beteiligten. Aber ich werde auch nicht böse sein oder traurig sein. Das ist einfach dieses Jahr so. Gibt es denn diese Fairplay-Scout-Liste? Wird das Fairplay, sind die da? Wisst ihr das? Das weiß ich nicht. Wie repräsentativ wird das sein? Ja, das ist ja sowieso die Frage. Aber Sonja, wenn ich unbedingt ein Spiel haben möchte, was nicht da sein wird, dann kannst du es mir ja vielleicht mitbringen. Na, das muss ich mir noch gut überlegen. So ein Oink-Game oder sowas passt noch in der Hosentasche. So eine Decent-Schachtel. Decent 3. Nein, ja. Gut, ich glaube, das war's. War eine Schleife drum. War eine kurze Sendung, ne? Ja. Für dich waren es ja so wenig, zu wenig Themen, ne?
Ja. Bei der Frage der Woche habt ihr. So, wollen wir nochmal, kommt auf den Discord, schickt uns eine Frage der Woche. Discord, also die können, da gibt es auch eine Frage der Woche-Kanal, habe ich gestern angelegt. Discord.bretterwisser.de oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht hier, den 0170 5444 843. War ich gut im Kopf jetzt, ne? Nee, sie klebt auch am Monitor tatsächlich. Ausgedruckt mit einem Etikettendrucker. In diesem Sinne. In diesem Sinne kommt, ja, schreibt uns mal irgendwie auf dem Discord, wie es so auf der Messe ist, wenn ihr da seid. Da sind wir trotzdem gespannt drauf. Wahrscheinlich wird es mal mit Twitter und sowas auch alles lesen, aber. Und grüßt die Sonja. Gibt ihr ein Fistbump, ist okay? Faust, Sonja? Ja, ja, ist okay. Sonja rennt mit einem Schafrucksack rum. Nicht? Turnbeutel. Turnbeutel. Auf den Rücken. Ja. Ist der Plan. Das ist der Weg. Genau. Alles klar. Macht's gut. Und, ja? Dann hören wir uns alle nach der Messe wieder. Nee, dich hören wir ja vorher. Also, ja, aber wir drei zusammen. Ach so, ja. Hoffentlich. Okay. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Bis dann.